Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei den einzelnen Befugnissen und Rechten der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Sie sehen hier auf der Folie die einzelnen Rechte und die Befugnisse, die die Hauptversammlung bei einer AG hat. Beispielsweise ist weniger ein Recht, ist eher eine Pflicht für den Vorstand, wesentliche Änderungen im Eigenkapital bedürfen der Zustimmung der Hauptversammlung. Sie können also als Vorstand nicht einfach entschließen, Sie führen eine Kapitalerhöhung durch oder verändern das Eigenkapital auf andere Art und Weise und das macht der Vorstand alleine. Nein, das geht nicht. Es muss von der Hauptversammlung abgesegnet sein. Ebenso auch eine Fusion von zwei Unternehmen. Wenn also Ihr Unternehmen beschließt, Sie fusionieren mit einem anderen Unternehmen, dann muss das auch von der Hauptversammlung genehmigt werden. Satzungsänderung, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl der Aufsichtsratmitglieder, die Wahl des Abschlussprüfers, wobei dieser in der Regel vom Aufsichtsrat vorgeschlagen wird. Hinter jeder dieser einzelnen Punkte verbirgt sich eine kleine eigene Geschichte. Ich werde jetzt mal so ein paar Sachen erzählen. Fusion ist klar. Wenn Sie Eigentümer sind, dann sind Sie Mitglieder der Hauptversammlung und haben in der Hauptversammlung ein Stimmrecht. Dann ist klar, wenn das Unternehmen mit einem anderen Unternehmen fusionieren möchte, und das passiert ja auf Vorschlag des Vorstandes und nach Verhandlung des Vorstandes mit dem Vorstand des anderen Unternehmens, dann kann man sie nicht einfach überrumpeln und sagen, der Vorstand als dein Agent hat das mal entschieden und lieber Eigentümer, du guckst jetzt einfach hier in die Röhre. Da muss die Hauptversammlung zustimmen. Nächster Punkt, Wahl der Aufsichtsratsmitglieder. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestimmt und bestellt. Aber Sie wählen als Eigentümer den Aufsichtsrat und der ist natürlich dann auch Ihnen gegenüber verantwortlich. Das ist das, was zum Beispiel gerade auch wiederum bei der Deutschen Bank ein großes Thema ist, weil da eben auch argumentiert wird, dass der Aufsichtsrat da nicht in den besten Interessen der Aktionäre agiert und der Aufsichtsratsvorsitzende da möglicherweise eigene persönliche Interessen verfolgt mit der Besetzung einzelner Vorstandsposten. Dann können Sie nicht den Vorstand selber schassen als Eigentümer, aber Sie können den Aufsichtsrat entlassen und dann jemanden im Aufsichtsrat installieren, der dann auch einen Vorstand bestimmt, der Ihre Interessen besser vermeintlich dann vertritt. Wahl des Abschlussprüfers. Was ist denn ein Abschlussprüfer? Ohne dass Sie sich jetzt schämen müssen, wer weiß nicht, was ein Abschlussprüfer ist? Die meisten. Weiß jemand, was ein Abschlussprüfer ist? Sie frage ich nicht, Sie wissen es bestimmt. Okay, wir haben ja schon, nochmal die zweite Frage vorab, jeder weiß mittlerweile, was eine Bilanz ist, oder? Wer weiß noch nicht, was eine Bilanz ist? Gut, zweimal erklärt, sollte jetzt sitzen. Eine Bilanz gibt Ihnen ja Aufschluss darüber, was ein Unternehmen für Vermögensgegenstände besitzt und wie diese Vermögensgegenstände finanziert worden sind. Das war mein schönes Beispiel. Ich hole mir 100.000 Euro, kaufe 20.000 im Pizzaofen, habe noch 80.000 in der Kasse und habe meine erste Bilanz. Links Aktivseite 80.000 Cash, 20.000 Pizzaofen, rechte Seite sagen wir mal 50.000 Euro Eigenkapital und 50.000 Euro Bankkredit. Erste Bilanz. Was würde ich denn mit dieser Bilanz zum Beispiel machen? Ich würde zur Bank gehen und sagen, liebe Bank, schau mal, so sieht meine Bilanz aus. Ich habe noch 80.000 Euro Cash, ich habe einen Pizzaofen gekauft, ich mache genau das, was ich machen will, ich will eine Pizzeria aufmachen. Schulden habe ich 50.000, aber ich habe auch 50.000 Euro Eigenkapital. Die sogenannte Eigenkapitalquote von 50% sieht rosig aus. Ich bin finanziell, stehe ich gut da als Unternehmen. Und dann sagt die Bank, ja, zeig doch mal deine Bilanz. Und dann schaut sie sich die Bilanz an und sagt, ja, nee, sieht gut aus, sieht solide aus, solide geführt. Gewinn- und Verlustverteilung sieht auch gut aus, hast gute, viele Pizzen verkauft, gute Umsätze, niedrige Kosten, du kriegst nochmal 50.000 Euro Kredit von uns. Regelmäßig passiert das beim kleinsten Handwerker bis hoch zum DAX-Unternehmen. Und was macht jetzt der Abschlussprüfer? Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Anhang bilden den sogenannten Jahresabschluss. Was macht der Abschlussprüfer? Der guckt sich den Jahresabschluss eines Unternehmens an, schaut, ob alle Angaben wahrheitsgemäß sind, ob alle Angaben richtig sind, ob die Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und alle anderen steuerrechtlichen Vorschriften, handelsrechtlichen Vorschriften, ob alles eingehalten worden ist. Und dann nimmt er ein großes Siegel
packt das Siegel drunter und testiert den Abschluss mit seinem Namen. Und dann steht unter so einem Abschluss, Jahresabschluss wurde testiert von dem und dem Wirtschaftsprüfer. Ich kann Ihnen das gleich mal, na gut, am Ende werden Sie sowieso alle rausrennen, aber geben Sie einfach mal, wenn Sie sowieso jetzt sich gerade langweilen und denken, na, ich will ein bisschen dann, geben Sie doch mal ein, Adidas Jahresabschluss. Und wenn Sie die PDF bis ans Ende scrollen, dann wird da wahrscheinlich stehen, KPMG, Ernst & Young oder PwC und zwei Namen von zwei Wirtschaftsprüfern. Und dann steht da, wir versichern die Richtigkeit unter den betroffenen Annahmen dieses Jahresabschlusses. So und so, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heinz Meier, Wirtschaftsprüfer, Thorsten Müller, Wirtschaftsprüfer. Üblicherweise bei großen Unternehmen sind es zwei Wirtschaftsprüfer, die das unterschreiben. Und was macht der Wirtschaftsprüfer? Der guckt sich das alles an. Wirtschaftsprüfer sind unabhängige Unternehmer, sind Selbstständige. Und wer bezahlt den Wirtschaftsprüfer? Das Unternehmen, dessen Jahresabschluss testiert werden soll. Ist ein Interessenskonflikt, ist nicht besser zu lösen. Alternative wäre staatliche Prüfer, die hat man aber bei Jahresabschlüssen nicht. Wirtschaftsprüfer ist ein freier Beruf, dementsprechend sind das meistens Selbstständige oder eben Angestellte oder Wirtschaftsprüfer, die in einer Sozietät zusammenarbeiten, so ähnlich wie Rechtsanwälte. Und die werden bezahlt von ihren Mandanten. Es gibt dann manchmal so Regeln, dass man nach ein paar Jahren sagt, ich wechsle den Wirtschaftsprüfer. Aber klar ist auch, wenn der Wirtschaftsprüfer dabei erwischt wird, dass er ein Gefälligkeitsgutachten schreibt, dann ist er natürlich auch haftbar. Dann macht er sich haftbar. So. So was Ähnliches gibt es auch woanders, nämlich im Steuerrecht. Sie werden später im Studium noch lernen, es gibt eine Steuerbilanz und es gibt eine Handelsbilanz. Das, was wir hier immer so behandeln, das ist die handelsrechtliche Bilanz, also so wie es wirtschaftlich aussieht. Es gibt aber auch eine Steuerbilanz und aus der Steuerbilanz berechnet sich dann der Steuer zu versteuernde Gewinn. Und gibt es bei der Steuerbilanz auch so etwas wie den Wirtschaftsprüfer? Ja, das ist der Betriebsprüfer vom Finanzamt. Aber der wird nicht von Ihnen bezahlt, üblicherweise, sondern der Betriebsprüfer kommt vom Finanzamt, der schaut sich die Steuerbilanz an. Und wenn die stimmt, ist gut, ansonsten haben Sie wohl Steuerbetrug begangen. Wirtschaftsprüfer kontrollieren also die handelsrechtlichen Jahresabschlüsse, die testieren den Jahresabschluss und schauen, ob die Bilanz, die Gewinn- und Verlustverteilung und alle Angaben so richtig sind. Es gibt heutzutage noch die Big Fours. Schon mal jemand gehört, die großen vier, die großen, ganz großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, irgendjemand? Ja? KPMG, EY, Ernst & Young. Ja? Deloitte. Das sind die großen vier, die Big Fours. Also wenn Sie mal einen dieser Namen lesen, dann wissen Sie, das ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es gibt auch kleinere, mittelgroße, aber das sind die großen vier. Die teilen sich den Markt vor allem auch für die großen Unternehmen auf. Also wenn ich jetzt sage, gehen Sie zum Jahresabschluss von Bayer oder Adidas, da werden Sie einen dieser vier Namen wiederfinden. So, das sind die großen vier Gesellschaften. Es waren mal fünf. Die fünfte Gesellschaft war Arthur Andersen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in den 90er Jahren, als ich da angefangen habe, CNN zu gucken, da gab es plötzlich mal in Deutschland CNN, da war jede zweite Werbung war gefühlt Arthur Andersen. Arthur Andersen ist in die Geschichte eingegangen, weil sie nämlich einer Firma namens Enron geholfen hat, die Bilanzen zu fälschen und darüber hinweggesehen hat. Und Arthur Andersen als eine riesige Wirtschaftsprüfungskanzlei der Welt ist dann implodiert über diesen Enron-Skandal. Und vieles ist in den USA danach geändert worden. Und in Deutschland hat man unter anderem darauf reagiert, dass man gesagt hat, der Abschlussprüfer wird nicht mehr vom Vorstand bestimmt, sondern der Aufsichtsrat als Kontrollgremium schlägt den Abschlussprüfer vor und wird von der Hauptversammlung gewählt.
Wirtschaftsprüfung kann manchmal sehr spannend, manchmal auch sehr langweilig sein. Böse Zungen würden sagen, was machen Sie denn da? Sie kontrollieren Kontoauszüge. Sie gucken sich Zahlen an, Sie gucken, ob tatsächlich links auf der Bilanzseite, auf der Aktivseite, ob da tatsächlich 20.000 Pizzaofen stehen und ob der Pizzaofen auch wirklich 20.000 wert ist. Kann auch mal sehr spannend sein. Ich habe das mal erlebt, mein allererstes Praktikum habe ich bei einem der Wirtschaftsprüfungskanzleien gemacht und da wurde mir dann direkt auf dem Mandat, es war super spannend, ja, total schlechte Stimmung, weil wir sind da reingekommen und es hieß, ja, die Banken, oder ich sage so, es war ein mittelgroßes Unternehmen, einige von Ihnen kennen das, und es gab den Verdacht, dass die Insolvenzverschleppung betreiben. Wie betrieben die angeblich Insolvenzverschleppung? Ganz einfach, das waren Handelsunternehmen, die also Filialen betrieben haben. Wie gesagt, die meisten von Ihnen kennen das Unternehmen. Und dann hieß es plötzlich einseitig, das Unternehmen, wir beziehen Güter von unseren Lieferanten, bezahlen aber einfach mal einen Monat später die Rechnung. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, ich sage jetzt nicht das Unternehmen, ich habe ja damals Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, aber sagen wir jetzt mal, das Unternehmen handelt, handelt mit Handys oder so, das ist unverfänglich. Ja? Und dann werden die Handys ja bezogen und die werden dann weiterverkauft, wenn das Unternehmen jetzt einfach sagen würde, wir bezahlen unseren Lieferanten die Rechnung einfach einen Monat später. Wenn Sie so ein Zahlungsziel einseitig verlängern, ohne dass die anderen zustimmen, ist das Insolvenzverschleppung, dann ist das Unternehmen pleite und es ist strafbar. Es ist ein Straftatsbestand, Insolvenzverschleppung. Und das Unternehmen hatte eine tolle Konstellation, nämlich einer der Gesellschafter, einer der Eigentümer des Unternehmens, war nicht bestellter Wirtschaftsprüfer und all die Jahre zuvor wurde das Unternehmen geprüft von der Kanzlei, von den Wirtschaftsprüfern eines der Gesellschafter. Das ist offensichtlich ein Interessenskonflikt. Wenn ich also sage, hey, liebe Angestellte, ich besitze hier ein großes Unternehmen, prüf das mal, wink, wink. Ja? So. Die Banken haben an der Stelle gesagt, nee, ihr kriegt keine Kredite mehr, so lange, bis da ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer reingeht. Ich bin damals mit dem Wirtschaftsprüfer dann da reingegangen, auf dem Mandat, und die Wirtschaftsprüfer sind den ganzen Tag reingegangen und gesagt, so, ja, das Mandat haben wir eh nächstes Jahr nicht mehr, Unternehmen ist kurz vor der Pleite, zack, jetzt prüfen wir mal schön auf Insolvenzverschleppung. Ja. Es war ein Wunder, dass uns nicht von den Mitarbeitern auf dem Parkplatz die Reifen zerstochen worden sind. Weil Wirtschaftsprüfung, sie sind halt nicht Berater, der da reinkommt und sagt, ich will hier dafür sorgen, dass ihr alle noch morgen einen Job habt, sondern sie kontrollieren Bücher. Und wenn die Bücher nicht stimmen, dann sorgt das nicht für gute Stimmung bei den Mitarbeitern, die ihnen dann täglich beim Kaffeeautomaten über den Weg laufen. Und deswegen, Wahl des Abschlussprüfers, also das muss nicht der Enron-Skandal des Jahrhunderts sein, sondern unabhängige Abschlussprüfer, das geht auch ganz schnell im Kleinen, also dass da Interessenkonflikte gibt. Das lernen Sie später noch. Und die Aufsichtsratmitglieder, die schlagen den Abschlussprüfer vor. Beschlussfassung über die Verwendung desjenigen Teils des Jahresüberschusses, über den Vorstand und Aufsichtsrat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses noch nicht disponiert haben, heißt, natürlich darf die Hauptversammlung auch über den Gewinn mitentscheiden. Und bei Aktiengesellschaften sagt man dann halt, der Vorstand und der Aufsichtsrat, die dürfen über einen gewissen Teil entscheiden und über den Rest beschließt die Hauptversammlung. Gut. Beschlüsse der Hauptversammlung. In der Hauptversammlung ist nur das gezeichnete Kapital stimmberechtigt. Ich hatte Ihnen beim letzten Mal ja erzählt, es gibt sowas wie Stammaktien, es gibt sowas wie Vorzugsaktien, bei VW ist das der Klassiker. Sie haben sehr viele Vorzugsaktien, aber Vorzugsaktien kriegen mehr Dividende, haben aber kein Stimmrecht. Und nur das gezeichnete Kapital ist stimmberechtigt. Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit, das heißt 50% des anwesenden Kapitals. Da aber in der Regel nicht alle Aktionäre erscheinen oder ihre Stimmrechte delegiert haben, genügt oftmals auch schon ein geringerer Anteil. Was häufig passiert ist, wenn Sie eine Aktie eines Unternehmens kaufen, dann werden Ihre Interessen häufig von der depotführenden Bank oder von einer Schutzvereinigung der Kleinaktionäre zum Beispiel vertreten. Das wäre ja auch noch lustiger, wenn Sie bei der Deutschen Bank aufkreuzen würden, Sie haben eine Aktie und Sie crashen dann da irgendwie die Hauptversammlung und versuchen dann mit Ihrer einen Aktie für Furore zu sorgen. Das passiert häufig. Ich hatte Ihnen ja beim letzten Mal gesagt, schauen Sie sich mal solche Aktionärsversammlungen, solche Hauptversammlungen an. Das Interessante ist dabei eben häufig, da sitzt möglicherweise ein Vertreter eines Hauptaktionärs
Und wenn der 51% hat, dann sitzt er da oder geht zwischendurch einfach mal ans Buffet. Sie sehen in der Hauptversammlung dann die ganzen Kleinaktionäre mit einer Aktie bis zu, sagen wir mal, 1-2%. Die regen sich da auf, die erzählen da viel. Aber am Ende sitzt da einer und der sagt dann 51%, ja, nein, fertig, Sache gegessen. Also in der Hinsicht ist das keine demokratische Veranstaltung. Wenn da jemand 51% oder 50% plus eine Aktie besitzt, dann ist das der Mehrheitsaktionär und der entscheidet. Punkt. Die anderen können machen, was sie wollen. Die haben bestimmte Rechte, aber die Entscheidungen auf der Hauptversammlung, die werden hier mit der Mehrheit des gezeichneten Kapitals und nicht mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen. Bei Entscheidungen zur Veränderung im Eigenkapital brauchen Sie mindestens 75%. Auch bei der Liquidation und bei Satzungsänderungen. Liquidation ist was? Das ist die Auflösung eines Unternehmens. Wenn man hergeht und sagt, es muss nicht immer die Insolvenz sein, Sie können ja auch einfach sich so entscheiden, ich beende jetzt mein Unternehmen, dann liquidieren Sie das Unternehmen, das heißt, alle Anlage- und Vermögensgegenstände werden verkauft und alles, was man als Veräußerungserlös hat, das wird ausgeschüttet an die Aktionäre, an die Eigentümer, entsprechend ihrer Stimmrechte. Und Sie sehen, wenn Sie für eine Erhöhung oder für eine Änderung des Kapitals 75% brauchen, dann haben Sie mit 25% plus einer Aktie eine Sperrminorität. Dann geht an Ihnen nichts vorbei, jedenfalls nichts Wichtiges. Ja. Welches ist jetzt nochmal genau das gezeichnete? Das ist der Kernbereich des Eigenkapitals, der gefüllt worden ist durch die Emission der Aktien. Eigenkapital besteht ja nicht nur aus dem gezeichneten Kapital, sondern machen wir jetzt mal das Beispiel. Wir gründen jetzt hier eine AG. Jeder von Ihnen kriegt eine Aktie. Sagen wir mal, ich will jetzt nicht schätzen, vielleicht 200. Dann haben wir 200 Aktien. Jeder besitzt eine Aktie und Sie alle sind mit einer Aktie im gezeichneten Kapital. Wenn unser Unternehmen jetzt 1 Million, und dann machen wir es nochmal einfacher, wenn unsere AG jetzt 200 Millionen Gewinn erzielen würde, diese 200 Millionen werden ja ins Eigenkapital gebucht. Aber das ist ja nicht das Ursprungskapital, sondern das ist das, was wir letztlich aus dem Ursprungskapital gemacht haben. Deswegen werden diese 200 Millionen nicht in das gezeichnete Kapital gebucht, sondern das wird in die Gewinnrücklagen zum Beispiel verbucht. Und dann besteht das Eigenkapital aus 200 Aktien, so und so viel Euro gezeichnetes Kapital und 200 Millionen Euro Gewinnrücklagen. Und die stehen natürlich jedem zu, der auch entsprechend Aktien aus dem gezeichneten Kapital besitzt. Wenn wir jetzt aber, und deswegen ist das wichtig, wenn wir jetzt sagen, wir haben Verluste, werden die Verluste natürlich auch erst in die Gewinnrücklagen dann verbucht. Und dann werden diese 200 Millionen reduziert. Aber das ist letztlich das gezeichnete Kapital, also das ursprüngliche Kapital dieser Gesellschaft. Nennt man ein gezeichnetes Kapital auch mehr? Ja, durch eine Kapitalerhöhung. Ja. Durch eine Kapitalerhöhung. Also das ist die übliche Möglichkeit, wie Sie das Stammkapital, das gezeichnete Kapital erhöhen können. Aber deswegen ist natürlich auch klar, hier Änderungen im Kapital, die bedürfen der 75%igen Mehrheit, weil Sie können nicht da einfach Aktionäre, wenn die nicht wollen, rauspushen oder neue reinnehmen, ohne dass 75% dem zustimmen. Ja? Okay, dann haben wir eine Sperrminorität. Einige Probleme der Hauptversammlung sind jetzt schon so ein bisschen durchgekommen. Viele kleine Aktionäre sind überhaupt nicht da. Einige sind da, die gehen nur zum Buffet und machen ein bisschen Krawalle. Sie können auch eine Abstimmung per Brief machen, wenn das in der Satzung steht. Aber klar ist, es wird in der Regel von Großaktionären, von institutionellen Anlegern dominiert. Also da gibt es einige Banken, einige Versicherungen, einige Pensionsfonds, einige Hedgefonds, denen gehört die Mehrheit der Aktien und gerade bei den großen Unternehmen ist das so. Das ist das, was man früher häufig als Deutschland AG bezeichnet hat. Deutschland AG im Sinne von die 30 DAX-Unternehmen gehören sich quasi alle irgendwie so zu 5-10% selbst und die ganzen Manager sind von Unternehmen A, sind im Vorstand bei A und im Aufsichtsrat bei B und die Manager bei B im Vorstand sind im Aufsichtsrat von C und die bei C sind dann wiederum im Aufsichtsrat von A. Also so waren alle Unternehmen früher sehr stark miteinander verwoben und das ist das, was man als Deutschland AG bezeichnet hat. Gut, das ist die AG.
eher groß. Für die meisten von Ihnen, wenn Sie auch an eine eigene Unternehmensgründung denken, eher irrelevant. Eine AG werden Sie vielleicht nicht sofort gründen, aber eine GmbH. Eine GmbH ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Erfordert keine Mindestpersonenzahl und im Normalfall benötigen Sie ein Stammkapital von 25.000 Euro. Also jeder von Ihnen, der ein bisschen was auf der hohen Kante nach dem Studium hat, der kann eine GmbH gründen. Seit 2008 können Sie auch eine GmbH mit einem Euro gründen. Das ist eine Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, die UG. Umgangssprachlich wird die auch als 1 Euro GmbH oder Mini GmbH bezeichnet. Und diese Klammer, haftungsbeschränkt, die darf nicht weggelassen werden. Warum? Was ist Sinn und Unsinn dieser UG? Sinn und Zweck der GmbH ist, wie der Name suggeriert, dass sie eine Gesellschaft gründen, die haftungsbeschränkt ist. Bei einer GmbH weiß jeder Außenstehende aber zumindest, dass da mindestens 25.000 Kapital dahinter steht. Was für einen Zweck erfüllt also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die quasi ohne Kapital gegründet worden ist? Deswegen soll nochmal explizit darauf hingewiesen werden, wenn du es mit einer UG zu tun hast, denk dran, die ist haftungsbeschränkt und da steckt nichts dahinter. Das ist die Idee einer UG. Die UG soll vor allem den Bedürfnissen von Unternehmensgründern und Kleinunternehmern entgegenkommen und ist sehr stark an die großbritannische Limited angelehnt. In England ist es richtig hart. Also da hat quasi jeder, der mit 18 irgendwie mal irgendwo eine Stunde Nachhilfe geben will, der gründet eine Limited. Ja? Die Professoren, alle haben eine Limited. In Deutschland ist das auch Usus, weil noch EU intern ist das alles möglich, solange die solange UK noch drin ist, bis zum Brexit. Auch Sie können hier eine Limited gründen. Sie können einfach sich eine Internetseite raussuchen in Großbritannien. Da gibt es einschlägige Seiten. Da füllen Sie ein Formular aus und dann wird für Sie dann in England eine Limited gegründet. Ja? Kostet irgendwie 10 Pfund oder so und dann haben Sie eine eigene Limited. Ja? Dann sind Sie, ich weiß nicht, Studi Professional Limited. Ja? Keine Ahnung. Vorteil ist eben häufig, Sie haben dann eine Gesellschaft. Sie haben quasi, wie in der GmbH, haben Sie eine Gesellschaft und Sie können dann natürlich über die Gesellschaft alles abrechnen, zahlen dann noch Körperschaftssteuer und haben eventuell noch andere Steuervorteile. Bei erfolgreicher Geschäftstätigkeit ist jedes Jahr ein Viertel des Gewinns in die Rücklagen zu überführen, bis die normale Höhe von 25.000 erreicht ist und dann können Sie die GmbH gründen. Also die UG ist so gedacht als Überführung oder als Gesellschaft, die dann in eine GmbH überführt werden kann. Der Hintergrund ist aber eigentlich eher der, dass man gesehen hat, dass plötzlich in der EU alle angefangen haben, in UK eine Limited zu gründen. Gut. Unabhängig von der Höhe des Stammkapitals muss jeder Gesellschafter eine Einlage von mindestens 1 Euro einbringen. Und im Gegensatz zu einer Aktie kann ein GmbH-Gesellschafter eine Stammeinlage nur durch eine notariell beurkundete Ein GmbH-Gesellschaftsanteil kann nur notariell beurkundet übertragen werden. So. Und das ist der große Unterschied zwischen der GmbH und der AG. Bei einer AG, ansonsten werden Sie feststellen, GmbH und AG tun sich nicht viel. Ein paar Grenzen, 50.000, 25.000, die unterscheiden sich. Aber der wichtigste Unterschied, eine Aktie können Sie problemlos verkaufen und kaufen. Ein GmbH-Anteil, der muss über einen notariell beurkundeten Vertrag muss der übertragen werden. Und das geht eben nicht so ohne weiteres. Und das ist ein Problem. Dadurch werden die Stammeinlagen nicht an der Börse gehandelt. Und die Fungibilität, also die Möglichkeit des Transferierens von GmbH-Anteilen, die ist dadurch erheblich erschwert. Das ist auch häufig Sinn und Zweck dieser Konstruktion. Sie werden häufig solche GmbHs zum Beispiel auch sehen bei Rechtsanwaltssozietäten, bei Beratungsgesellschaften, auch teilweise bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Warum? Weil eine klare Regel ist, je besser qualifiziert Sie sind, desto weniger haben Sie Lust, für den Profit eines anderen zu arbeiten. Das ist eine Lebensweisheit, die ich Ihnen jetzt schon mal hier irgendwie nochmal platt treten darf. Ja? Wenn Sie selber in der Lage sind,
irgendwas zu erreichen. Wenn je höher qualifiziert sie sind, desto öfters fragen sie sich, warum soll ich denn für den blöden Chef arbeiten? Ja? Prinzipal-Agententheorie kommt auch da wieder zum Tragen. Deswegen haben sie in allen Berufen, die hohe Qualifikation erfordern, häufig Gesellschaften und Sozietäten, wo die Mitarbeiter gleichzeitig auch Gesellschafter sind. Alles andere würde dazu führen, dass die Leute sich selbstständig machen. Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. In all diesen freien Berufen werden Sie feststellen, Sie fangen da vielleicht angestellt an mit einem Fixgehalt, aber ab irgendeinem Level wird man Ihnen die Karotte der Partnerschaft vor die Nase halten. Dann wird man sagen, wenn du jetzt noch mehr Kunden ranbringst, dann wirst du hier Gesellschafter. Gleichzeitig ist es aber auch so, das soll ja eine Gesellschaft sein, die immer von den aktiv mitarbeitenden Gesellschaftern getragen wird. Und deswegen will man ja nicht, dass da Leute, die dann eventuell 20 Jahre hart gearbeitet haben, dass sie sich auf alle Ewigkeit hin auf ihren Gesellschaftsanteilen ausruhen, wie bei einer Aktiengesellschaft. Und deswegen hat man dann häufig eine GmbH, bei der die Anteile nicht übertragen werden können und häufig auch eine Satzung und Gesellschaftervertrag, wo klar geregelt ist, wie kriegt man die Anteile und wann müssen sie auch wieder verkauft werden. Ich weiß, ist vielleicht auch ein blödes Beispiel. Schauen Sie sich mal im Fernsehen so typische US-amerikanische Rechtsanwaltsserien an. Ja, L.A. McBeal angefangen, Boston Legal, Boston Practice oder so, ja, was es da nicht alles gibt. Die Leute, die da ganz oben sitzen, das sind die Partner und die sind mit Eigenkapital beteiligt. Und das sind die Millionäre. Und wenn sie dort anfangen, sind sie Associates und dann fangen sie mit einem Fixgehalt an. Aber was würden Sie denn machen, wenn Sie sehen, ich bringe hier Millionen rein und ich kriege nur am Ende 150.000? Dann sagen Sie irgendwann, ja, dann mache ich selber, dann mache ich meine eigene Firma. Und um das zu verhindern, hat sich dann ganz natürlich irgendwann diese Pyramidenstruktur herauskristallisiert, wo Sie ab einem gewissen Level dann auch Equity-Partner sind und dann sind Sie Gesellschafter. Und solche Gesellschaften haben in Deutschland häufig die Rechtsform der GmbH, weil man eben auch nicht will, dass sie diese Anteile übertragen können. Gut. Ja? Ich weiß es nicht zu 100%, aber ich gehe schwer davon aus, ja. Also sowas erfordert in der Regel immer eine notarielle Beurkundung. Wahrscheinlich sind die Gebühren geringer, ne, als bei einer GmbH, das ist auch klar. Gut. Also gerade die UG ist, wenn Sie wirklich jetzt sagen, Sie wollen aus der Garage heraus Ihr Unternehmen gründen, aber haben noch nicht die 25.000 Euro für das Stammkapital, dann ist eine UG eine ganz nette Alternative. Ne? Oder wenn Sie sagen, Sie wollen es noch in den UK probieren, dann vielleicht eine Limited. Die GmbH hat zwei Organe, den Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. Der Geschäftsführer ist analog zum Vorstand einer AG zu sehen, ist im Handelsregister einzutragen. Die Geschäftsführer sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an die Beschränkungen des Gesellschaftervertrags, also letztlich die Satzung bei der AG, gebunden und sie besitzen im Vergleich zur AG einen etwas geringeren Entscheidungsspielraum, weil nämlich bestimmte Entscheidungskompetenzen in die Gesellschafterversammlung verlagert sind. Die Gesellschafterversammlung entspricht wiederum der Hauptversammlung der AG, die wählt ohne vorgeschriebene Wahlperioden, bei der AG waren es ja 5 Jahre, den oder die Geschäftsführer. Und die Gesellschafterversammlung kann den Geschäftsführer verbindliche Weisungen erteilen, kann ihn natürlich auch abberufen und Ähnliches. Aber es gibt auch natürlich die Variante der Ein-Mann-GmbH, dass sie der geschäftsführende Gesellschafter sind. Dann sind sie alles in einer Person. Und so schizophren werden sie natürlich nicht sein, dass sie sich dann als Gesellschafter, als Geschäftsführer absetzen. Also das geht nicht. Aber es geht eben auch als Ein-Mann-Show. Gesellschafter besitzen ein umfassendes Auskunfts- und Einsichtsrecht in die Bücher der Gesellschaft. Damit kann auch die Gesellschafterversammlung viel stärker in die Geschäfte reinregieren, als das bei der AG möglich ist. Und nur bei einer großen GmbH, ab 500 Arbeitnehmern aufwärts, ist ein Aufsichtsrat zwingend vorgeschrieben. Und die Gesellschafter kleiner GmbHs können einen Aufsichtsrat freiwillig einführen. Und der Aufsichtsrat entspricht dann all den Vorschriften und erfüllt all die Vorschriften auch aus dem Aktienrecht. Da haben sie dann also einfach das Aktiengesetz, das sie dann konsultieren müssen, um sich da alles über den Aufsichtsrat abzuschauen. Wie sieht das bei der Haftung aus?
Analog zur AG ist die Haftung beschränkt auf die Einlage der Gesellschafter, also auf das Stammkapital, anfangs 25.000 Euro der Gesellschafter. Im Extremfall verliert der Gesellschafter seine Stammeinlagen. Das klingt jetzt auch erstmal so harmlos, ist aber natürlich gerade bei Handwerkern, wo sie also den Fall haben, geschäftsführender Gesellschafter, einem Mann GmbH, ist das so eine Sache. Wenn Sie in einem kleinen Dorf agieren und Sie haben drei GmbHs nacheinander in den Sand gesetzt und sagen dann einfach immer zwischendurch, okay, GmbH ist pleite, ich habe jetzt vorher die Meier GmbH gehabt, jetzt nenne ich mich um in Meier Consulting GmbH und danach mache ich die Meier Beratungs GmbH auf. Irgendwann ist das natürlich auch im Geschäftsverkehr bekannt. Dann werden Sie natürlich da auch keine guten Geschäfte mehr betreiben können. Die Höhe des maximal nachzuschießenden Eigenkapitals, die kann festgeschrieben bleiben, kann aber auch offen bleiben. Das ist dann der Fall, wenn Sie in der GmbH, in der Satzung, eine Nachschusspflicht vereinbaren. Das müssen Sie aber nicht. Warum könnten Sie sowas vereinbaren? Natürlich auch wieder, um Ihr Haftungskapital zu erhöhen und einfach um im Geschäftsverkehr auch als solider, als liquider dastehen zu können. Wenn man Sie, oder als solventer besser, nicht liquider, als solventer dazustehen. Wenn Geschäftspartner sehen, es gibt da eine Nachschusspflicht und es gibt ausreichend Kapital, dann weiß man, okay, diese Firma wird in der Lage sein, seine Rechnung zu bezahlen. Gut. Bei unbeschränkter Nachschusspflicht besitzt der Gesellschafter ein sogenanntes Abandonrecht. Er kann also einfach sagen, er leistet diesen Nachschuss nicht, und er überlässt dann seinen Anteil an der GmbH zur Versteigerung. Der Versteigerungserlös deckt dann zunächst diese Nachschusspflicht ab und alles, was darüber hinausgeht, kriegt der ausscheidende Gesellschafter. Aber man sieht auch da wieder, ich bin mit der Haftung beschränkt auf das, was ich eingezahlt habe. Und die Gewinnverteilung der GmbH entspricht derjenigen in der Aktiengesellschaft anteilig nach dem Verhältnis der Kapitaleinlagen. Gut. Ich gehe jetzt hier in der Vorlesung nicht auf das angloamerikanische Recht ein und das Recht in anderen Ländern. Ich würde aber mal tippen, in 90% aller Länder weltweit findet man ähnliche Strukturen. Sie finden, weiß das vielleicht jemand? Kommt jemand aus Holland? Niemand? Kommt jemand aus dem Grenzbereich? Ja, okay, jetzt muss ich einer outen. Schon mal B.V. gesehen. Nicht? Achten Sie mal darauf. Wenn Sie irgendwo mal irgendeine Firma sehen aus Holland, zum Beispiel bei der ING, bei der ING Group, die ist ja hier bei uns als ING DiBa vertreten, das ist auch eine deutsche Tochtergesellschaft, oder die ING Group, das ist eine Aktiengesellschaft, es gibt andere Unternehmen, da steht B.V. dahinter. Ich kann kein Niederländisch, aber es steht für irgend so etwas Ähnliches wie beschränkt irgendwas. Ja? Also das ist die GmbH. So, ja? Und wie ist das in Frankreich? Wie schimpft sich in Frankreich die Aktiengesellschaft? Ja? Niemand? Glücklicherweise haben es zumindest ein paar Erasmus-Studenten, die das beantworten können. In Frankreich, in französischsprachigen Ländern, ist das häufig die SA, die Société Anonyme. Ja? Das ist eine anonyme Gesellschaft. Warum anonym? Weil die Gesellschaftsanteile in Aktien aufgeteilt sind, bei denen keiner weiß, wer die gerade besitzt. Also SA, die Société Anonyme, das ist die Aktiengesellschaft in anderen Ländern. Und in angloamerikanischen Ländern haben sie dann auch die Incorporated, die Corporation und auch ähnliche Rechtsformen. Ja? Limited Liability Partnership, Limited Liability Corporation, eine Corporation und ähnliches. Und in den USA hat man auch ein anderes System der Betriebsverfassung. Dort hat man üblicherweise eine Board-Verfassung. Was ist damit gemeint? Im angelsächsischen Bereich ist die Aktiengesellschaft, die Corporation, so aufgebaut, dass es dort keine Unterscheidung zwischen Leitungsorgan, Vorstand und Kontrollorgan, dem Aufsichtsrat, gibt, sondern es ist zusammengemengt. Es gibt eine einzige Säule, nämlich das Board. Und im Gegensatz zum deutschen dualistischen System, wo wir Aufsichtsrat und Vorstand haben, haben die ein sogenanntes monistisches System. Es gibt nur einen Corporate Board. Und
Dort hat man dann aber im Board of Directors hat man interne Directors und external Directors. Man beruft also quasi in diesem gemeinsamen Aufsichtsrat und Vorstand sowohl Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, aber auch externe, die dann zwar im Unternehmen auch Leitungsfunktionen übernehmen, aber eher den Aufsichtsrat widerspiegeln, den man aus dem deutschen System kennt. Und hier hat man dann die Corporation Laws oder auch Bylaws. Wenn Sie sich mal gefragt haben, was im Englischen eine Satzung ist, das sind sogenannte Bylaws. Auch ein Verein hat eine Satzung und dann ist das auch im Englischen Bylaws. Und dann haben Sie die Corporation Bylaws, das ist die Satzung oder die Geschäftsordnung, das Shareholders Meeting, das ist die Hauptversammlung, und das Board of Directors, das ist letztlich Aufsichtsrat und Vorstand kombiniert. In der Forschung gibt es unzählige Arbeiten, in denen versucht wird zu klären, was ist denn besser? Dualistisch oder monistisch? Kann man nicht so wirklich sagen. Es gibt Dinge, die laufen in den USA besser, es gibt andere Dinge, die laufen da schlechter. Das ist also die amerikanische Board-Verfassung. Wie sieht das aus? Board-Verfassung haben Sie sowohl Management- als auch Aufsichtsfunktion. Wir haben dann Inside Directors. Das sind die hauptberuflich in der operativen Führung des Unternehmens verhafteten Directors, wie zum Beispiel den Chief Executive Officer. Das ist das, was bei uns der Vorstandsvorsitzende ist. Und alle Vorstandsressorts werden dann üblicherweise geleitet von Chief Yada 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 Officers, Chief Financial Officer, Chief Information Officer, Chief Technology Officer und Ähnliches. Darunter haben sie dann auch häufig Operating Vice Presidents oder Officers, wie zum Beispiel den Chief Marketing Officer. Und der Chairman of the Board, das ist der Vorsitzende des Boards, und der beschäftigt sich üblicherweise eher mit der langfristigen Geschäftsführung, ist also nicht so stark im operativen Geschäft wie der CEO. Und das ist der Board of Directors. Und dann haben Sie die Outside Directors, das sind eher die Kontrollorgane. Also Directors, die von außen kommen und eher wie ein Aufsichtsrat auf das Unternehmen etwas kritischer schauen und auch langfristig orientiert sind. Auch da haben Sie Ausschüsse, das sind dann die unterschiedlichen Committees. Und dann ähnelt das Ganze schon sehr stark wieder dieser AG-Aufsichtsratsstruktur. Okay. AG. Corporation im angloamerikanischen Bereich, angloamerikanischen Bereich. Dann haben wir die Societas Europaea. Was ist die SE? Das ist die Europa AG. Letztlich die Aktiengesellschaft nur in groß und in europäisch. Handelt sich um eine Kapitalgesellschaft, Sie sehen das schon, mit einem in Aktien aufgeteilten Stammkapital von 120.000 Euro Minimum. Die SE ist im Handelsregister des Sitzlandes einzutragen. Damit gelten dann auch die Regelungen dieses Landes für die SE. Und die Gründung kann auf 4 Wegen erfolgen. Durch Verschmelzung, durch Bildung einer SE-Holding, durch Gründung einer SE-Tochtergesellschaft oder durch Umwandlung einer deutschen Aktiengesellschaft zum Beispiel. Es gibt einige wenige große Unternehmen, die haben das gemacht. Ein Beispiel ist die Allianz SE. Die Allianz ist keine Aktiengesellschaft mehr nach deutschem Recht. Die Allianz in der Holding, in der Muttergesellschaft, ist es eine Societas Europaea. Und klar, Sie sehen schon, so etwas ist nur sinnvoll wirklich für große Unternehmen, die auch europaweit tätig sind. Das machen Sie jetzt nicht als Ein-Mann-AG. Das ist die SE. Dann als nächste Rechtsform die eingetragenen Genossenschaften. Genossenschaften stellen gesellschaftsrechtlich wie eine Kapitalgesellschaft einen wirtschaftlichen Verein dar. Die rechtlichen Regelungen finden sich im Genossenschaftsgesetz. Zur Gründung benötigen Sie mindestens 3 Personen. Mindestkapital ist nicht vorgeschrieben, aber der Eintrag in das Genossenschaftsregister, und damit ist es dann auch ein Formkaufmann, hat also Kaufmannseigenschaft. Und es ist dann möglich, aus rein investiven Gründen Mitglied einer Genossenschaft zu werden. Und solche investiven Mitglieder, die also nur, um da in die Gesellschaft rein zu investieren, durch diese haben sie dann eine etwas erleichterte Eigenkapitalbeschaffung und sie sind nicht an den Tätigkeitsbereich gebunden. Die müssen also nicht mitmachen. Was ist aber jetzt die Besonderheit bei den Genossenschaften? Die Kapitaleinlagen der Mitglieder der Genossenschaft,
die Geschäftsanteile oder auch die sogenannten Genossenschaftsanteile, die bilden das Grundkapital. Und ein Mitglied der Genossenschaft kann je nach Status auch mehrere Geschäftsanteile erwerben. In der Regel ist es aber so, dass das auch begrenzt ist. Jedes Mitglied der Genossenschaft besitzt ein Geschäftsguthaben, das der Geschäftsanteil mit den thesaurierten, also gutgeschriebenen Anteilen an dem Gewinn. Und die Geschäftsanteile müssen nicht vollständig, sondern sie müssen nur mindestens 10% der Geschäftsanteile geleistet haben, haften aber natürlich dann mit ihrem vollen Geschäftsanteil. Wo kennen Sie Genossenschaften? Eigentlich gibt es drei große Bereiche. Erstens Banken, das sind die Volks- und Raiffeisenbanken und, Klammer auf, andere, ich sage jetzt mal unorthodoxe Genossenschaftsbanken. Kennen Sie jetzt vielleicht die ein oder andere Genossenschaftsbank, die jetzt keine typische Volksbank ist? Zum Beispiel die Paxbank, die Bank der katholischen Bistümer, oder die APO-Bank, die Deutsche Ärzte- und Apothekerbank. Ist auch eine Volksbank, ist lustigerweise die größte deutsche Volksbank. Man erkennt sie nur nicht als Volksbank, weil sie eben nicht Volksbank heißt, sondern Deutsche Apotheker, Ärzte- und Apothekerbank. Was ist das Besondere bei diesen Banken oder generell bei fast allen Genossenschaften? Die Anteile, die Geschäftsanteile sind eindeutig gekoppelt an ihre Eigenschaft als Kunde. Wenn Sie bei einer Volksbank Kunde werden wollen, wenn Sie ein Konto eröffnen wollen, müssen Sie für 10 Euro zum Beispiel einen Geschäftsanteil erwerben. Dann sind Sie Genosse. Das Analogon nennt sich bei den Versicherungen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Da ist es so, wenn Sie dort eine Versicherung abschließen möchten, müssen Sie auch wiederum Genosse werden. Dann haben Sie einen Geschäftsanteil. Und Sie können jetzt nicht Mehrheitseigentümer eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit sein, sondern das ist das quasi das Volksbankenpendant bei den Versicherungen. Achten Sie darauf. Wenn Sie irgendwo mal eine Unternehmung sehen, die da heißt Jada 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 Lebensversicherungs AG und das A ist klein geschrieben, dann ist das eine VVAG. Wenn das A groß geschrieben ist, ist es eine Aktiengesellschaft. Das ist der kleine, aber feine Unterschied bei Versicherung. Kleines A, Genossenschaft, großes A, Aktiengesellschaft. Und Sie werden feststellen, viele der Versicherungen sind tatsächlich Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Im Englischen nennt man das Mutual Banks und Mutual Insurers. Und dieser genossenschaftliche Gedanke kommt durch das Wort Mutual zum Ausdruck. Und wo hat man das noch? Häufig im landwirtschaftlichen Bereich. Also da haben sie so Einkaufsgenossenschaften, die kaufen dann einfach für alle Bauern im Dorf, kaufen die zusammen das Saatgut auf und verkaufen eventuell auch die Produkte. Da haben die Genossenschaften auch sehr häufig anzufinden. Gut, zur Struktur der Genossenschaft. Alle Mitglieder einer Genossenschaft sind gleichberechtigt und haften mit einer eigens vereinbarten Haftsumme. Heißt also, eine Genossenschaft ist das sozialistische, der Teil Sozialismus, den wir in unserer freien Marktwirtschaft zulassen wollen. Also wenn alle frei sich dazu entscheiden, letztlich rein sozialistisch geprägt in einer Genossenschaft in der Wirtschaft aktiv zu werden, dann sollen sie das auch dürfen und dann haben sie das hier in der eingetragenen Genossenschaft. Denn das Besondere ist eben, dass dieser sozialistische Gedanke, alle sind gleichberechtigt, egal was sie eingezahlt haben. Und meistens zahlen auch alle das gleiche ein. Gewinnverteilung ist proportional zur Anzahl der Geschäftsanteile. Tritt ein Mitglied der Genossenschaft aus der Genossenschaft aus, erhält er sein aktuelles Geschäftsguthaben ausbezahlt. Dadurch hat die Genossenschaft ein schwankendes Eigenkapital und charakteristisch sind die sogenannten S-Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sowie das Identitätsprinzip, womit die Identität von Entscheidungsträgern, Geschäftspartnern und Kapitalgebern gemeint ist. Ja, ist, denke ich, selbsterklärend. Also sowas wird meistens zur Selbsthilfe gegründet. Die Bauern stellen fest, die können irgendwie bessere Preise erzielen, wenn sie zusammen zum Beispiel Saatgut einkaufen, also gründen sie eine Genossenschaft. Selbstverantwortung und Selbstverwaltung ist auch klar. Die Genossen müssen dann eben einfach schauen, dass sie auch die Genossenschaft selber managen oder entsprechend Manager einstellen. Und das Ganze wird natürlich auch dann von den Genossen überwacht und kontrolliert. Die Organe der Genossenschaft ähneln der AG. Vorstand, Aufsichtsrat und eine Generalversammlung.
Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Personen und weist analog die Aufgaben wie in der AG auf. Bei Genossenschaften mit höchstens 20 Mitgliedern kann auf einen Aufsichtsrat verzichtet werden. Gut, das ist also der kleine Fall einer landwirtschaftlichen Genossenschaft. So, das ist die EG. Sie erkennen die eingetragene Genossenschaft immer, wenn Sie irgendwo sehen, Volksbank, bla 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 bla, EG. Dann ist es eine eingetragene Genossenschaft. Oder bei anderen Unternehmen geht es natürlich auch. Wenn Sie da EG sehen, dann ist das die Rechtsform der Genossenschaft. Gut, dann kommen wir zu der Sonderform. Einer Sonderform, der GmbH und Co. KG. Nebenbei, diese ganzen Rechtsformen frage ich in den Klausuren immer rauf und runter. Worin unterscheiden sich? Wie sieht die Haftung aus? Wer entscheidet bei der GmbH? Was ist der Unterschied zwischen GmbH und AG? Was ist eine GmbH und Co. KG? Was ist eine GmbH und Co. KG am Ende des Tages? Sie haben 3 Möglichkeiten. Eine GmbH, eine KG oder Co. Ja? Nein, genau. Ist eine KG, ist eine Kommanditgesellschaft. Aber was ist die Besonderheit bei der GmbH und Co. KG? Wie war das denn mit der Haftung bei der KG, bei der Kommanditgesellschaft? Wer haftet und wie hoch? Ja? Ja? Genau. Sie haben eine GmbH als Komplementär, die voll haftet. Und Kommanditisten, die bei der KG ja immer nur mit ihrem Kapital, mit der Stammeinlage haften. Und was ist jetzt das Problematische an so einer GmbH und Co. KG? Die KG hat ja gerade die Besonderheit, dass der Komplementär mit seinem vollen Privatvermögen haftet. Wunderbar. Also sehe ich, ich habe die Stammeinlagen der Kommanditisten und einen Komplementär, der haftet privat voll. Und diese unbeschränkte Haftung konterkariere ich, indem ich sage, ja, der Komplementär ist die GmbH. Und die GmbH, wie der Name suggeriert, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Also ist bei der GmbH und Co. KG die Haftung doch beschränkt dadurch, dass der Komplementär eine GmbH ist. Und warum ist das jetzt eine Sonderform? Weil irgendwann das mal ausprobiert worden ist und der Staat gesagt hat, der Gesetzgeber gesagt hat, so nicht, Leute. Ja? Also wenn mehr oder weniger über diese spezielle Konstruktion der GmbH und Co. KG die Haftung beschränkt wird, dann muss das im Rechtsverkehr eindeutig auch sofort jedem auf die Nase gebunden werden. Und deswegen muss man dann schreiben GmbH und Co. KG. Damit jeder sofort weiß, GmbH und Co. KG, Haftung ist beschränkt. Guck dir die GmbH an. Warum macht man das? Die GmbH und Co. KG ist am Ende des Tages aber eine Personengesellschaft. Das heißt, Bilanzierung, Rechtsvorschriften, Besteuerung sind eine andere als bei einer GmbH. Und deswegen hat man hier möglicherweise Steuervorteile. Genau, ich kann steuerliche Regelungen einer Personengesellschaft in Anspruch nehmen. Ich muss aber für beide Gesellschaften, GmbH und KG, auch Buchführung durchführen und Jahresabschlüsse und Steuererklärung erstellen. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung sagen. Bei diesem Handelsunternehmen, bei dem ich die Prüfung mal miterleben durfte. Sie glauben gar nicht, das ist kein großes Unternehmen gewesen. Ja? Also die sind schon bundesweit aktiv, aber das ist jetzt kein DAX-Unternehmen gewesen. Aber wenn Sie sich da mal angeschaut hätten, wie viele Gesellschaften dieses Unternehmen hatte, das waren 40, 50 Gesellschaften. Für jeden Mist wurde eine Tochtergesellschaft gegründet. Im Besitz natürlich wieder der Obergesellschaft. Dann gab es die Blablabla Warenhandels KG. Das war die Gesellschaft, die hat die Waren eingekauft und dann an die Filialen verkauft und dahingestellt. Dann gab es die Immobilienverwaltungs GmbH. Die besaß die Filialen und die Immobilien. Denn wenn da mal eine Filiale, also die Idee war da natürlich klar, man wollte irgendwie das Geschäft von dem Vermögen trennen. Wenn das Geschäft nicht pleite gegangen wäre, hätte man gesagt, okay, ich lasse die KG hops gehen. Dann stehen die ganzen Filialen halt ohne Waren da, aber dann kann ich immer noch die ganzen Filialen und die Immobilien verkaufen und ich kann das Unternehmen abwickeln. Allein für den Zweck haben sie sofort 2 Gesellschaften. Und dann überall GmbH und Co. KG, GmbH und Co. KG, GmbH und Co. KG. Und es gab alleine 10, 20 GmbHs, die hatten alle den gleichen Gesellschafter, bestanden alle quasi nur aus einer Minimalbilanz
Und der Sinn und Zweck der GmbHs war es nur, die Haftung in irgendeiner GmbH pro KG zu beschränken. Führte dann zu dieser wunderbaren Situation, dass ich eines Tages in diesem Praktikum, ich war im vierten Semester, der Wirtschaftsprüfer herging und kam, er weiß, prüfen Sie mal die drei GmbHs da. Wie, prüfen? Ach, das sind doch nur Pommesbuden. Ja? Hier haben Sie den Ordner, gucken Sie durch, ob alles passt, dann sind Sie geprüft. Ja? Bei solchen GmbHs, die nur dazu dienen, in der GmbH und Co. KG da die Haftung zu beschränken, das sind am Ende des Tages, sind das, man würde sagen, Briefkastenfirmen. Ja? Das klingt so ein bisschen anrüchig. Aber im Endeffekt beschreibt das ganz richtig. Da ist materiell, wirtschaftlich steckt da nichts drin. Da sind irgendwie, da ist ein bisschen was drin, damit die Bilanz nicht komplett leer ist. Aber ansonsten ist die GmbH nur gegründet worden, um irgendwo anders die Haftung zu beschränken. Um Steuervorteile nutzen zu können. Also Achtung bei der GmbH und Co. KG. Ne? Und zur Geschäftsführung ist nur die Komplementär GmbH berechtigt. Aber in solchen Konstruktionen, wenn Sie schon eine GmbH und Co. KG gegründet haben, gehen Sie mal davon aus, da ist eh ein und derselbe Geschäftsführer in Personalunion bei 10 Gesellschaften Geschäftsführender Gesellschaft. Sonderfälle sind sogenannte Einheitsgesellschaften. Da sind die Kommanditeinlagen, die werden in Form von GmbH-Anteilen geleistet und sowie die Gründung einer Ein-Mann-GmbH und Co. KG. Da ist eine Person Alleineigentümer, Geschäftsführer und einziger Kommanditist der GmbH. Also auch manch Handwerker macht das. Ja, oder Selbstständiger. Der kann dann auch eine Ein-Mann-GmbH und Co. KG gründen. Ist alles okay. Und dann haben wir mein Lieblingsbeispiel, das, was die Fußballvereine gerne machen, die Kommanditgesellschaft auf Aktien. In der Kommanditgesellschaft auf Aktien sind die haftungsbeschränkten Kommanditisten Aktionäre. Und die KGAA, geregelt in 278 Aktiengesetz, die verbindet die Elemente jetzt der AG und der KG miteinander. Die KGAA zählt zu den Kapitalgesellschaften. Das Eigenkapital stammt von den Einlagen der persönlich haftenden Komplementären und dem gezeichneten Kapital der Kommanditaktionäre. Das Eigenkapital muss wie bei der AG mindestens 50.000 Euro betragen, ist aber in Aktien gestückelt, ist also dementsprechend auch fungibel und kann gekauft und verkauft werden, leichter gekauft und verkauft werden. Neues Eigenkapital lässt sich durch die Erhöhung der Einlagen der Komplementäre oder durch Emission von Aktien an der Börse gewinnen. Und die Haftung der Kommanditaktionäre entspricht derjenigen der Aktionäre in einer AG. Und das ist eben hier auch so schön, das, was man da bei Fußballvereinen häufig auch gesehen hat. Sie haben dann einen Verein, da läuft eigentlich alles ab, dann wird eine KG gegründet, die macht dann irgendwie so ein bisschen die wirtschaftlichen, erfüllt dann die wirtschaftlichen Zwecke und dann läuft dann ein bisschen was ab, denen gehört vielleicht auch ein Stadion und dann wird eine KGAA gegründet, dann werden die Kommanditanteile, die werden dann nämlich als Aktien ausgegeben. Komplementär ist aber häufig dann noch der Verein oder eine AG, die dann dahinter steckt, im Vollbesitz des Vereins und dann ist klar, die Fans haben da nichts mitzureden. Das ist also, das ist so der Grund, warum gerade bei Fußballvereinen diese Konstruktion gewählt wird, weil wenn sie eine AG hätten, erstens würde das der DFB nicht zulassen oder die Deutsche Fußballliga, das ist klar, ne? Die wollen ja nicht, dass Vereine, also müssen ja Vereine sein, ist ja alles noch kein wirtschaftlicher Sport, klar, ja, bla bla. Und wenn sie eine AG gründen würden, wo alles abläuft und sie haben dann Aktionäre, dann sind ja 100% des Unternehmens in den Händen von Aktionären und dann kann über alles, was die AG macht, kann abgestimmt werden. Das will ja niemand. Das, was sie hier wollen, ist, sie wollen da 10% der Kommanditanteile, die verkaufen das als Aktien und dann kann ein blöder Fan, kann da irgendwie eine Aktie kaufen, aber richtiges Mitspracherecht kriegt er natürlich nicht. Das wäre noch schöner. Ne? Also deswegen KGAA, da ist es die Konstruktion, dass die Kommanditanteile als Aktien verkauft werden und letztlich die KG eine etwas AG-ähnlichere Struktur bekommt, als es in der ursprünglichen Personengesellschaftsausgestaltung besitzt. Ja. Vorstand wird ausschließlich von den Komplementären gebildet, das sehen Sie schon. Ja? Als Aktionär haben Sie wieder nichts mitzureden, das ist der Komplementär, der da alles entscheidet. Die Komplementäre in der Geschäftsführung haben eine stärkere Stellung als der Vorstand, da sich der Aufsichtsrat auf Beratungs- und Kontrollfunktion beschränkt. Hauptversammlung besitzt einige Rechte, die in der AG der Aufsichtsrat innehat. Die Beliebtheit der KGAA als Rechtsform hat zugenommen, seit auch eine Kapitalgesellschaft als Komplementär in eine KGAA eintreten kann. Dann haben Sie die GmbH und Co. KGAA. Ja. Gut,
Das ist aber auch schon so das Extremste, was Ihnen als Rechtsform begegnen kann. Also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, bei der der Komplementär der KG wiederum eine AG gegründet ist, die nur für diesen Zweck gegründet worden ist. Und dann haben Sie also eine Kommanditgesellschaft mit Kommanditanteilen in Aktienform und einer GmbH, die haftungsbeschränkt ist, als unbeschränkt in der KG haftenden Komplementär. Gut. Und das ist auch klar, ein weiterer Grund, warum sowas natürlich für Vereine, also bei Fußballvereinen gerne genommen wird. Stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn BVB Aktien rausgeben würde als AG und Bayern plötzlich da mal eine feindliche Übernahme probieren würde. Wenn Sie Aktien frei rausgeben, dann kann die jeder frei kaufen und verkaufen, dann wäre sowas möglich. Bei einer KGaA versucht das erst niemand, da hat auch keiner Lust drauf, weil da kaum Stimmrechte mit verbunden sind. Gut. Dann haben wir noch die stille Gesellschaft. In einer stillen Gesellschaft, im HGB in 230, 237 geregelt, tritt ein stiller Gesellschafter per Gesellschaftervertrag mit seiner Einlage einem Betrieb hinzu. Und die Einlage geht dann in das Vermögen der Gesellschaft. Stille Gesellschafter und Einzelunternehmen bilden die stille Gesellschaft, die selbst zu den Personengesellschaften zählt. Aber die stille Gesellschaft ist eine reine Gesellschaft im Innenverhältnis. Sie tritt dadurch weder nach außen durch Eintragung noch durch einen Firmennamen oder Erwähnung im Firmennamen in Erscheinung. Und die Dauer einer stillen Beteiligung kann zeitlich begrenzt werden und bei Beendigung erhält der stille Gesellschafter seine Einlagen zuzüglich seines Anteils an den thesaurierten Gewinnen zurück. Und der stille Gesellschafter ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen, normalerweise. Was ist jetzt eine stille Gesellschaft? Stellen wir uns mal vor, die Allianz SE würde sowas machen. Ich gehe an den Vorstand und an den Gesellschafter der Allianz heran und sage, ich habe 1 Million Euro, ich will jetzt aber keine Aktien kaufen, ich will bei euch als stiller Gesellschafter beitreten. Und dann sagt die Gesellschaft, ja, das wollen wir. Und dann bin ich stiller Gesellschafter. Wir haben einen Vertrag, darin steht quasi, ich bin Gesellschafter mit einer Einlage von 1 Million Euro bei euch. Ich kriege einen Anteil eurer Gewinne. Das machen wir intern. Aber ich bin jetzt kein Aktionär, ich bin kein Gesellschafter, ich bin kein Komplementär oder Kommanditist oder was auch immer. Ich habe jetzt keine Mitspracherechte. Ich gebe euch einfach nur das Geld. Ich kriege einen festgelegten Anteil an den Gewinn. Und wenn ich raus will, kriege ich festgelegt meinen verzinsten Anteil wieder. Deswegen ist das eine Gesellschaft, wie der Name schon andeutet, im reinen Innenverhältnis Investor zur Gesellschaft. Und ich kann da jetzt nicht wie ein Aktionär oder als Gesellschafter bei der GmbH auftreten und Rechte einfordern. Ist natürlich ein Vorteil, weil wenn ich nur daran interessiert bin, einer Gesellschaft Kapital zur Verfügung zu stellen, und ich will jetzt da auch nicht groß mitreden, ich will da jetzt nicht groß beteiligt sein, ich will einfach nur sagen, hier habt ihr Cash, ich will Gewinne sehen, kann man das im Innenverhältnis so regeln. Dann habe ich eine stille Gesellschaft. Gut. Rechtsform öffentlicher Betriebe. Erstens die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Verbandsrechtlich organisierte, juristische und damit rechtsfähige Personen, die hoheitliche, staatliche Aufgaben erfüllen, die werden als Körperschaft des öffentlichen Rechts bezeichnet. Die unterliegen einem steuerlichen Sonderregime. Warum? Dass der Staat an den Staat, also an sich selbst Steuern zahlt, ist höchstgradig ineffizient. Dementsprechend sind staatliche Einrichtungen natürlich von vielen Steuerarten ausgenommen. Aber das betrifft nur die Ertrags- und die Umsatzsteuer. Da sind sie keine Steuersubjekte. In Deutschland sind der Bund, die Bundesländer und auf unterster Hierarchieebene die Gemeinden staatsrechtliche Körperschaften bzw. sogenannte territoriale Gebietskörperschaften. Also die Stadt Leipzig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Stadt Leipzig zahlt auch keine Steuer, keine Körperschaftssteuer oder ähnliches. In der Umsatzsteuer sind sie auch ausgenommen. Was heißt das? Man muss dazu sagen, einseitig sind sie ausgenommen. Was ist überhaupt die Umsatzsteuer? Fangen wir mal so an. Weiß jemand, was die Umsatzsteuer ist? Wer kann mir das kurz beschreiben?
Niemand. Ja. Das ist die Steuer, die den Staat quasi an den Umsätzen der Geschäftstätigkeit. Ja. Ja, was ist ein anderer Name für die Umsatzsteuer? Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer heißt auch Umsatzsteuer. Und das, was passiert ist, die Umsatzsteuer wird bei wem erhoben? Bei Ihnen letztlich als Endverbraucher. Was passiert also? Ich kaufe mir dieses Mikrofon, zahle darauf Mehrwertsteuer. Das Unternehmen kassiert die Mehrwertsteuer. Und was macht die Mehrwertsteuer, was macht das Unternehmen? Führt es an das Finanzamt an, aber tut vorher noch was? Der Hersteller dieses Mikrofons hat Stahl eingekauft und Aluminium, hat also an den Stahlhersteller Mehrwertsteuer gezahlt. Und diese Mehrwertsteuer verrechnet das Unternehmen als sogenannte Vorsteuer mit der Mehrwertsteuer, die es mir abgeknöpft hat. Dementsprechend wird also nicht immer wieder auf jede 100 Euro, die ein Unternehmen dem anderen Unternehmen in Rechnung stellt, immer wieder Mehrwertsteuer gezahlt, sondern das rolliert am Ende durch bis zu demjenigen, der am Ende als Endverbraucher das Produkt oder die Dienstleistung bezogen hat. Heißt aber auch, das System der Vorsteuer und der Umsatzsteuer ist natürlich hochgradig fehleranfällig. Weil Sie wissen vielleicht auch, es wird an allen Ecken und Enden wird Vorsteuerbetrug und Umsatzsteuerbetrug geleistet, weil wenn Sie nämlich feststellen, dass Sie mehr Umsatzsteuer bezahlt haben, als Sie Mehrwertsteuer selber abführen müssen, dann können Sie vom Staat auch Umsatzsteuer einfordern. Und das ist häufig ein Punkt, wo dann Unternehmen oder auch Unternehmer versuchen, dann Umsatzsteuerbetrug zu betreiben. Die fordern einfach mehr Umsatzsteuer wieder oder mehr Vorsteuer ab, als sie Umsatzsteuer abführen. Nur so nebenbei, ist keine Geschäftsidee. Und da ist auch klar, der Staat kassiert natürlich keine Mehrwertsteuer. Wenn Sie bei der Stadt Leipzig einen Personalausweis beantragen, dann wird dort keine Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer drauf fällig. Aber was passiert umgekehrt? Wenn die Stadt Leipzig einen Drucker kauft, um ihren, na gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber sagen wir, die Stadt Leipzig kauft einen Drucker, um die Quittung ausdrucken zu können für ihren Personalausweis, dann zahlt die Stadt Leipzig natürlich Mehrwertsteuer an den Hersteller des Druckers. In der Hinsicht ja, aber Umsatzsteuer auf die Dienstleistungen der Körperschaft des öffentlichen Rechts, dort wird keine Umsatzsteuer fällig. Und klar ist auch, die 50 Euro, die Sie für Ihren Perso bezahlen, die unterliegt jetzt keine Ertragssteuer. Das wird nicht als Gewinn behandelt. Gut. Sogenannte Selbstverwaltungskörperschaften erfüllen staatliche Aufgaben, die bei allen verantwortlich geregelt werden und deshalb auch aus der staatlichen Verwaltungshierarchie ausgegliedert worden sind. Und auch das sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ja, die unterliegen aber auch der staatlichen Kontrolle. Was sind das für Beispiele? Zusammenschlüsse von Gemeinden, Wasserver- und Entsorgungsverbünde, Berufsgruppen, die IHKs, sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Aber auch die Deutsche Rentenversicherung Bahn, die Deutsche Rentenversicherung See, die Deutsche Rentenversicherung Bund, auch das sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Es müssen also jetzt nicht unbedingt Land, Freistaat, Gemeinde sein, sondern es kann also auch zum Beispiel die Rentenversicherungskasse sein. Ich müsste jetzt schwer überlegen, ich glaube, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Oh, müsste ich nochmal gucken, was es da noch so für gute Beispiele gibt. Anstalten des öffentlichen Rechts, da fangen wir einige an. Das Deutsche Rote Kreuz ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Auch die zahlen keine Steuern. Gut. Dann gibt es noch öffentliche Betriebe. Im Gegensatz jetzt zu den Körperschaften öffentlichen Rechts lässt sich bei öffentlichen Betrieben ein betrieblicher Transformationsprozess erkennen, beziehungsweise auch ein wirtschaftlicher Zweck. Und da kann ich jetzt unterscheiden zwischen Regiebetrieben, Eigenbetrieben oder sogenannten Anstalten des öffentlichen Rechts. Wenn mich alles täuscht, die Uni Leipzig ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Gut. Was ist der Regiebetrieb? Der Regiebetrieb ist eine Organisationsform kommunaler wirtschaftlicher Betätigung, die eng in die Gemeindeverwaltung eingegliedert ist. Regiebetriebe sind juristisch unselbstständig. Das ist die Besonderheit. Oder die Gemeinde ist der juristische Akteur. Sie vermögen damit über kein eigenes Vermögen, sondern sind integriert in den kommunalen Haushalt.
Und Ein- und Ausnahmen finden sich als einzelne Etatansätze im Haushalt der Kommune und damit obliegt auch die Leitung üblicherweise den zuständigen Dezernenten in der Stadt- oder Kommunalverwaltung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Stadtwerk hätten, das als Regiebetrieb geführt wird, dann wird das gemanagt von den entsprechenden Beamten der Kommunalverwaltung. Sie sehen schon an dem Beispiel der Stadtwerke, das ist mittlerweile ein bisschen überholt, ein Stadtwerk noch als Regiebetrieb zu betreiben. Deswegen macht man das eher bei kommunalen Bauhöfen, Krankenhäusern, Theatern oder Schwimmbädern. Da haben sie zwar einen wirtschaftlichen Zweck, aber seien wir mal ganz ehrlich, keine Gemeinde wird reich mit einem örtlichen Theater. Ja? Also da geht es eher darum, die Mängel zu verwalten. Und das geht dann alles in den Etat des kommunalen Haushalts. Der Eigenbetrieb, zum Beispiel bei den Stadtwerken, der sieht anders aus. Da ist es so, dass der organisatorisch und finanzwirtschaftlich ausgegliedert ist aus der Gebietskörperschaft, also aus der Kommune. Dann haben Sie zum Beispiel eine örtliche kommunale Stadtwerke GmbH. Und dann ist das ein Eigenbetrieb. Und gegenüber dem Gemeindehaushalt stellt er jetzt ein eigenständiges Sondervermögen dar. Im Haushaltsplan befindet sich nur noch der erwartete Saldo aus Einnahmen und Ausgaben, also letztlich der Gewinn wird abgeführt an die Kommune. Für die laufenden Geschäfte ist aber die meist kaufmännische Werksführung zuständig und zentrale Fragen entscheiden die Vertretung der Gebietskörperschaften. Das ist also letztlich der Punkt, dass zum Beispiel bei Stadtwerken natürlich die Vertreter der Politik und der Gemeinde häufig dann da auch das Sagen haben im Aufsichtsrat. Aber man hat schon professionelle Geschäftsführer. Und Eigenbetriebe sind auch häufig die kommunalen Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Kommunale Krankenhäuser und Theater können auch als Eigenbetrieb geführt werden. Das muss nicht immer ein Regiebetrieb sein. Und dann haben wir noch die Anstalten des öffentlichen Rechts. Sie dürfen im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben handeln und zum Beispiel Gebühren anstelle von Preisen erheben. Uni. Auch eine gefürchtete Anstalt des öffentlichen Rechts, früher die GEZ, die entsprechend, nennt sich ja schon die Gebühreneinzugszentrale. Es ist klar, dass wenn ich Gebühren erhebe, dass ich da wohl Anstalt des öffentlichen Rechts bin. Der Vorstand leitet eigenverantwortlich die Geschäfte. Anstalten des öffentlichen Rechts können sich an Unternehmen beteiligen. Und da die betreffende Gebietskörperschaft und damit letztlich der deutsche Staat am Ende haftet, haben wir da die sogenannte Gewährträgerhaftung und damit sind Anstalten des öffentlichen Rechts quasi faktisch insolvenzunfähig. Die Uni kann nicht pleite gehen. Die GZ auch nicht. Wobei die nennt sich jetzt anders. Genau, also die Rundfunkanstalten, Landesbanken, Sparkassen, all das sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Und das sind Sonderformen für öffentliche Betriebe. Und dann haben wir noch die öffentlichen Kapitalgesellschaften, das sind GmbHs oder AGs, bei denen die Gesellschafter Bund, Land oder Gemeinden sind. Kennen Sie bekannte Beispiele dafür, abgesehen jetzt von kleinen Stadtwerken? Was wäre denn so eine öffentliche Kapitalgesellschaft? Nehmen Sie mit das berühmteste Beispiel. Niemand? Ja? Ja, die Deutsche Bahn AG, die im Besitz des Staates ist. Also, man muss da unterscheiden. Denken Sie daran, man spricht ja in diesem Kontext auch häufig von Privatisierung. Und Privatisierung kann natürlich im ersten Schritt erstmal nur bedeuten, ich überführe eine Anstalt des öffentlichen Rechts in eine privatrechtliche Gesellschaftsform. Das ist bei der Deutschen Bahn AG ja passiert. Die Deutsche Bahn AG ist eine AG des Privatrechts und nicht mehr eine Einheit, eine Rechtsform des öffentlichen Rechts. Nichtsdestotrotz ist die Bahn natürlich nicht privatisiert in dem Sinne, dass der Staat jetzt seine Anteile aufgegeben hätte. Es ist immer noch ein Staatsunternehmen, es ist eine öffentliche Kapitalgesellschaft. Ein anderes Beispiel ist die Deutsche Telekom AG. Die Deutsche Telekom AG war auch mal eine Anstalt des öffentlichen Rechts, beziehungsweise war halt die Deutsche Bundespost, ist dann überführt worden in der AG, in die Deutsche Telekom AG. Und die ist in der Tat vollständig privatisiert worden, in der Hinsicht, dass man auch die Anteile im Rahmen eines Börsenganges an die Öffentlichkeit gebracht hat. Also das ist ein richtig privatisiertes Unternehmen. Vorteile ist natürlich klar. Eine AG ist in vielerlei Hinsicht flexibler als eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Da haben sie sogar auch andere Buchhaltungsvorschriften. Da ist alles anders. Ne? Also selbstständiger und flexibler,
Und ne, das Land Niedersachsen ist auch an VW beteiligt, Deutsche Bahn, Flughafen München GmbH, Stadtwerke, Krankenhäuser, häufig sind das auch einfach GmbHs und AGs. Okay, und dann, wenn wir schon bei dem Thema Rechtsform sind, reden wir mal kurz über Corporate Governance. Corporate Governance beschreibt letztlich die gute Unternehmensführung, das Durchsetzen von rechtlichen Vorgaben im Unternehmensumfeld. Und Governance haben Sie im Unternehmen, wenn ich das dort betrachte, nenne ich das auf Neudeutsch Corporate Governance. Und es charakterisiert die Strukturen und Prozesse der Führung und Überwachung von Unternehmen. Denn, wieder mein Beispiel der Pizzeria, Sie gründen eine Pizzeria, Sie machen die auf, Sie haben keine Lust, den ganzen Tag selber da den Pizzaofen zu betreuen, weil Sie müssen ja auch irgendwann mal das Mehl kaufen. Sie holen sich eine Aushilfe, Sie setzen die Aushilfe in die Pizzeria und stellen nach einem halben Jahr fest, irgendwie läuft es nicht mehr rund. Ganz lustig, vielleicht der eine oder andere hat ja Eltern, die auch handwerklich arbeiten. Und in meinem Heimatdorf habe ich das auch mal von meinem örtlichen Metzger gehört. Der hat auch gesagt, wir hatten früher auch eine zweite Filiale und der sagte dann, aber das hat sich nicht rentiert. Also um im Metzgereibetrieb irgendwie eine zweite Filiale oder eine zweite Filiale betreiben zu können, da muss immer jemand aus der Familie im Laden stehen. Ansonsten läuft das nicht. Ja, so eine ganz simple Erkenntnis, die sie schon im Handwerk haben. Und auch das betrifft am Ende des Tages Corporate Governance. Wenn ich nicht dafür sorgen kann, dass ich die Geschicke meines Unternehmens richtig überwachen kann, dann muss ich entsprechende Strukturen einrichten, mit denen ich dann das Unternehmen überwachen kann. Und all das betrifft die Corporate Governance. In großen Unternehmen ist das natürlich noch größeres Thema. Wie viele Unternehmen gibt es, in denen einzelne Manager sagen, ach, ich fricke mal ein bisschen an den Dieselergebnissen? Ja? Wie viele Unternehmen gibt es, die sagen, ich will Geschäfte in Afrika machen oder in Asien, da muss ich halt ein bisschen Backschisch zahlen. Ja? Ist zwar okay, das Unternehmen kriegt einen Auftrag mehr, aber wenn das auffliegt, habe ich für 1 Million einen Auftrag bekommen, muss aber 10 Millionen Euro oder Dollar in Strafe zahlen. Also muss ich dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter sich an die Vorgaben, an die Regeln, an das Recht halten und dass niemand Geld verschwendet, dass das Unternehmen beaufsichtigt und überwacht wird. Und all das fasst man heutzutage zusammen unter einer guten Corporate Governance. Wenn Sie sich einen Unternehmensbericht anschauen, wenn Sie zu Adidas, Allianz, BASF, Bayer und wie die ganzen DAX-Unternehmen heißen, wenn Sie da einfach mal eingeben, Bayer Corporate Governance, BASF Corporate Governance, finden Sie sofort bestimmte Unternehmens-Internetseite, wo ein bisschen was beschrieben wird, wie sieht denn unsere Corporate Governance aus? Wir haben die und die Kontrollmechanismen, wir haben die und die Ausschüsse, die und die Entscheidungen werden so und so betroffen, wir haben eine interne Revision, die geht durch die Abteilung und guckt, ob alle Abrechnungen richtig sind, wir kontrollieren hier jede Rechnung und so weiter und so weiter. Hintergrund ist natürlich der, dass in vielen Fällen in der Vergangenheit sowas richtig aufgeflogen ist. Dieselskandal, Siemens Korruptionsskandal, Enron, da waren die Bilanzen falsch. Es gibt Fälle, da haben sich Manager abgesetzt mit den Geldern. Ja? Überall gibt es das, dass geklaut wird, dass es Korruption gibt und das soll verhindert werden, weil am Ende schlägt das auch durch auf, ja warum soll das überhaupt verhindert werden? Ich meine, wenn die Mitarbeiter sich bedienen, ist doch schön. Corporate Governance wird natürlich eingerichtet für den Schutz der Aktionäre und der Gesellschafter, weil die eben nicht den ganzen Tag im Unternehmen sitzen und sich darauf verlassen müssen, dass die Unternehmensmanager in ihrem besten Interesse agieren und dann auch dieses Unternehmen hinreichend gut überwachen. Gut. Corporate Governance kann dann auch zum Beispiel beinhalten, dass man sich Insidergeschäfte anschaut. Was sind Insidergeschäfte? Bei denen machen sich Personen, die exklusive Informationen über noch anstehende Entscheidungen in Unternehmen besitzen, dieses Wissen für eigene Geschäfte an der Börse zunutze. Auch da, ja, Hollywood hilft uns da ein bisschen, wenn Sie sich mal Wall Street, den Film, anschauen, was läuft denn da am Ende? Ja? Charlie Sheen denkt noch als naiver Börsenhändler, ach ja, wir sind einfach nur eine gute Firma, und irgendwann kriegt er mit, Michael Douglas, der geht einfach rum
der fragt Leute, der besticht Leute, der kriegt Insider-Informationen zugesteckt und dann kauft oder verkauft er einfach vorab, bevor die Information öffentlich wird, verkauft er die Aktien oder kauft sie. So, das ist Insider-Trading. Ist das legal oder ist das illegal? Ja? Das ist illegal. Ja, es kommt drauf an. Es gibt Länder, da ist das nicht unbedingt so reguliert, aber in den meisten entwickelten Ländern ist illegales Insider-Trading, illegaler Insiderhandel verboten. Wenn ich das aber so betone, illegaler Insiderhandel, was ist denn dann legaler Insiderhandel? Gute Kontakte? Auch nicht? Nein. So, Directors Dealings. Das kann man nicht. Ja, ist okay. Ich weiß, meine Handschrift ist schlimm. Directors Dealings. Was sind Directors Dealings? Manager werden ja, um ihnen den Anreiz zu geben, sich für das Unternehmen einzusetzen, häufig mit Aktienpaketen oder Optionen bezahlt. Und wenn ich jetzt Manager bei BASF bin und ich kriege ein Aktienpaket jedes Jahr, dann weiß ich ja natürlich mehr über das, was ich entscheide. Also darf man mich jetzt daran hindern, diese Aktien zu verkaufen? Theoretisch ging das, man kann das auch eventuell ausschließen. Aber das sind meine Aktien und ich kann ja nicht dafür bestraft werden, dass ich aufgrund meines Jobs einfach mehr weiß. Aber dann gibt es in vielen Ländern Regelungen zum legalen Insiderhandel. Und wissen Sie, was dann passiert, was dann gemacht werden muss? Wenn ich als Manager eine Aktie meines eigenen Unternehmens verkaufen oder kaufen möchte, muss ich was tun? Ich muss unmittelbar die Finanzaufsicht im Rahmen einer Ad-Hoc-Mitteilung darüber informieren und die Aufsicht, im deutschen Fall die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, wird das sofort veröffentlichen. Und dann weiß der ganze Markt, er weiß, CEO von XY AG verkauft oder kauft 5.000 Aktien seines Unternehmens. Punkt. Zu dem und dem Preis. Und dann wird der Vorteil, den ich dadurch haben könnte, zum großen Teil egalisiert. Das ist legales Insider-Trading. Und Insider sind dann natürlich Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Mitarbeiter im Controlling, aber teilweise auch Journalisten, wenn die was zugesteckt bekommen. Und das ist dann der Grund, warum die BaFin auch eine Marktaufsicht durchführt und sich Aktienkurse anschaut. Und wenn die Anomalien beobachtet, dann wird untersucht. Habe ich vielleicht schon mal erzählt, der bekannteste Fall, wo die Insiderhandelüberwachung, die Marktüberwachung der BaFin eine rote Lampe hat aufleuchten lassen, war zuletzt im Fall des Anschlages auf den BVB-Mannschaftsbus. Weil der Attentäter hat im Vorfeld, hatte der ganz irregulär eine große Short-Position aufgebaut und das ist aufgepoppt bei der BaFin, die hat das gesehen im Rahmen ihrer üblichen Marktüberwachung und das war dann kein Zufall und dann hat die BaFin die Staatsanwaltschaft informiert und dann haben sie den Täter identifiziert. Also das ist der Hintergrund, weshalb man so schnell auf den Attentäter im Fall des Bombenanschlages hier auf den BVB-Bus gekommen ist. Das war die BaFin, die das erkannt hat. Ja. Die BaFin, ja, beziehungsweise die BaFin, in anderen Ländern ist das auch einfach die Börse. Also allgemein würde ich sagen, die Börsenaufsicht. Ja? Die muss informiert werden und dann gibt es eine Ad-Hoc-Mitteilung und das nennt sich im Fachjargon Directors Dealings, weil das sind die Directors, die betroffen sind und die dürfen auch mit ihren eigenen Aktien des eigenen Unternehmens handeln. Gut. Weitere Punkte einer guten Corporate Governance sind, dass der Abschlussprüfer unabhängig sein sollte. Und die müssen geprüft werden. Der Wirtschaftsprüfer erteilt ein Testat. Und auch also ein nahezu bankrottes Unternehmen kann ein solches Testat noch erhalten. Es wird nicht geprüft, ob das Unternehmen gut oder schlecht dasteht. Es geht einfach nur darum, ob die Bücher stimmen. Und auch da ist es im Rahmen einer guten Corporate Governance mal irgendwann dazu gekommen, dass der Staat gesagt hat, also der Vorstand darf nicht mehr den Abschlussprüfer wählen, sondern das soll der Aufsichtsrat machen. Okay.
Was sind so Inhalte der Corporate Governance? Es gibt eine betriebswirtschaftliche Sicht und eine juristische Sicht. Was klar ist, ist, wir haben zwangsläufig immer in modernen Unternehmen eine Trennung von Eigentum und Leitung. Ich habe die Prinzipal-Agenten-Theorie, die ja mir gerade sagt, ich habe immer einen Interessenskonflikt zwischen Aktionär und Manager und Angestellten. Die Aushilfe in der Pizzeria, die will möglichst nicht schwitzen. Die steht irgendwo an der Kasse und klaut das Geld, wenn sie nicht beobachtet wird. Ich als Eigentümer, ja, na gut, nicht ganz übertrieben, aber das ist der Extremfall. Ja. Der Agent arbeitet nicht und handelt illegal. So, muss ich mal sagen. Ja. Ich als Eigentümer, ich will nicht arbeiten, ich will mein Kapital arbeiten lassen. Und damit habe ich den Interessenskonflikt. Ich muss einen anreizkompatiblen Vertrag gestalten, sodass entweder der Agent selber sich ins Zeug legt oder aber ich muss ihn überwachen. Und dann habe ich Überwachungskosten. Und Corporate Governance beinhaltet jetzt Ansätze, mit denen das Verhältnis zwischen Unternehmensführung und Stakeholdern neu ausgestaltet wird, sodass letztlich diese Überwachung besser und kosteneffizienter vonstatten geht. Anscheinend arbeiten viele als Aushilfe in der Pizzeria. Das wäre jetzt nicht so ein Aufschrei des Erstaunens gekommen. Ja. Corporate Governance ist jetzt natürlich nicht zu verstehen als Arbeitnehmerrechte. In der Corporate Governance dominieren klar die Interessen der Kapitalseite. Weil erstmal aus dieser Trennung von Eigentum und Leitung heraus wir ein Anreiz Problem haben für oder zum Nachteil des Prinzipals, also zum Nachteil des Eigentümers. Und deswegen wird der versuchen, über eine entsprechend gut ausgestaltete Corporate Governance hier dieses Anreizproblem dann auch zu lösen. Was sind so die Zielsetzungen der Corporate Governance? Stärkung der Eingriffsrechte der Gesellschaft, Anreiz- und Haftungssysteme, Korruptionsschutz, interne Revision, eine verbesserte Kontrolle und eine verbesserte Transparenz. Ich will den Informationsvorsprung des Managers, der Unternehmensleitung abbauen. Im Idealfall weiß ich also, was in meinem Unternehmen passiert, wie der Manager agiert. Ich kann ihm Anreize geben, dass er sich vernünftig in meinem Interesse verhält und ich kann auch alles gut kontrollieren. Und ich kann das institutionalisiert machen oder marktmäßig. Dass ich also zum Beispiel über einen transparenten Kapitalmarkt allein schon am Börsenkurs ablesen kann, wie sich mein Unternehmen entwickelt. Das sind so einige Inhalte der Corporate Governance. Ne? Und dann Anreiz- und Haftungssysteme, interne Revision, auch Haftungsregeln und Ähnliches. Gut. Corporate Governance, wenn ich die ein, zwei Folien jetzt noch machen darf. Ja, okay. Ja, das mache ich jetzt noch schnell, dann haben wir das Thema abgeschlossen. Also halten Sie noch eine Minute durch. Unter Corporate Governance kann man jetzt vieles zusammenfassen. Vieles ist auch im Gesetz verankert, aber es gibt jetzt nicht das Corporate Governance Gesetz. Vieles ist zum Beispiel eingebunden in das Aktiengesetz, die direkte Einrichtung eines Überwachungssystems, dass der Aufsichtsrat mindestens zweimal im Jahr tagen muss. Das ist im Aktiengesetz geregelt. Die Pflicht, die Anleger über eine nicht öffentliche Insider-Information, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, aber es unmittelbar betreffend zu informieren. Auch beispielsweise so Sachen wie bei den Fußballvereinen. Ich bringe immer das Beispiel sehr schön, weil das sind einfach so Unternehmen, die haben zwar so eine Rechtsform, aber die sind darin nicht so geübt. Wenn sich da plötzlich irgendwie beim BVB einer Kreuzband das zuzieht, dann muss der BVB eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgeben. Und dann wird dann hin und her diskutiert, oh, was ist das denn für eine unmenschliche Aktion? Jetzt wird da sofort berichtet, ja, der Spieler hat sich schwer verletzt, wieso das denn? Und dann sagt die Geschäftsführung halt, oder auch bei Vertragsverhandlungen, oder wenn da irgendein Spieler für 100 Millionen verkauft werden soll, dann sagen die Geschäftsführer einfach, wir müssen informieren, weil wir sind rechtlich dazu verpflichtet. Also auch so Ad-Hoc-Informationen stellen auch Teil einer im Aktienrecht oder im GmbH-Recht, im Gesellschaftsrecht allgemein verankerten guten Corporate Governance dar. Ne? Es hilft einfach, Markttransparenz zu schaffen. Geschäfte von Vorständen und Aufsichtsratmitgliedern mit Aktien ab einem Wert von 5.000 müssen an die BaFin gemeldet werden. Das ist das legale Insider-Trading, die da recht das Indiz. Und durch diese ganzen kleinen Gesetzesänderungen ist Corporate Governance immer stärker auch im deutschen Recht verankert worden. Es gibt
darüber hinaus einen deutschen Corporate Governance Codex. Da hat es mal in den 90ern, meine ich, einen deutschen Corporate Governance Ausschuss gegeben, der hat diesen Codex verfasst. Der ist nicht wirklich direkt rechtlich verbindlich, aber faktisch ist er es schon. Es ist so, dass dieser Kodex sich vornehmlich mit diesem Beziehungsgeflecht zwischen Eigentümern, Vorstand und Aufsichtsrat beschäftigt. Es werden dort bestehende gesetzliche Vorschriften ergänzt. Die Einhaltung des Kodexes wird Kapitalgesellschaften, insbesondere börsennotierten Aktiengesellschaften, empfohlen. Was aber letztlich dann heißt, da gibt es genügend Druck, auch von Marktseite, dass die Unternehmen sich daran halten. Nämlich, obwohl er freiwillig ist, müssen sich Vorstand und Aufsichtsrat gemäß 161 Aktiengesetz dazu äußern, inwieweit sie compliant sind, so nennt sich das urdeutsche Wort dafür, wie weit sie diesen Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Codexes folgen. Und gerade bei börsennotierten Aktiengesellschaften ist das natürlich ein Todesurteil, wenn Sie da auch noch richtig reinschreiben, ich folge dem deutschen Corporate Governance Codex nicht. Also halten sich alle dran. Deswegen, es gibt keine Vorschrift im Aktienrecht, das sagt, Sie müssen den erfüllen. Er ist auch letztlich von einer Enquete-Kommission erstellt worden. Aber das Aktienrecht sagt, Sie müssen sich zumindest dazu äußern, ob Sie sich dran halten oder nicht. Und damit ist er faktisch verpflichtend. Ja? Und im Unternehmen obliegt dann die Überwachung der Einhaltung der Regelung dem Chief Compliance Officer. Compliance bedeutet, dass sie sich an rechtliche und regulatorische Vorschriften halten und das auch durchsetzen und überprüfen. Und in großen Unternehmen haben sie da häufig einen Vorstand für oder einen leitenden Angestellten, der sich darum kümmert, dass ihr Unternehmen compliant ist. Das ist meistens ein Jurist, ist klar. Wichtig ist aber auch, das ist neu und das ist durch diese zahlreichen Unternehmensskandale gekommen. In den USA ist es noch härter. Wir haben in Deutschland kein Unternehmenshaftungsrecht, kein Gesellschaftshaftungsrecht. Das bedeutet, sehen Sie bei Volkswagen, Volkswagen kann eine Strafe auferlegt bekommen, aber Volkswagen kann nicht strafrechtlich verklagt werden. In Deutschland können Gesellschaften nicht strafrechtlich belangt werden. Es können nur natürliche Personen strafrechtlich belangt werden. Es macht Sinn, eine Gesellschaft kann keinen Mord begehen, aber eine Gesellschaft kann in Deutschland auch keinen Betrug begehen. Nur Menschen können Betrug begehen. Und das, was dann gemacht wird, ist, man schaut, wer war denn im Unternehmen dafür verantwortlich und die einzelnen Personen werden belangt. Das ist der Hintergrund, warum jetzt zurzeit einzelne Manager verhaftet werden und nicht VW in Deutschland als Unternehmen verklagt werden kann. Denen können nur Strafen auferlegt werden, Strafzahlen. Das soll in Deutschland geändert werden, ist aber aktuell noch so, dass natürliche Personen nicht verklagt werden können, nicht strafrechtlich. Was aber dann passieren kann, ist, Sie können aber natürlich aus dem Gesellschaftsrecht heraus, können Sie Aufsichtsräte und Vorstände wegen Pflichtverletzungen belangen. Und das gehört auch zu einer guten Corporate Governance, wenn Sie einen Vorstand haben, der betrügt, wenn Sie einen Aufsichtsrat haben, der seine Pflichten verletzt, dann können Sie den verklagen, im Rahmen nämlich der Organhaftung. Dann können Sie aus dem Gesellschaftsrecht heraus, können Sie sagen, lieber Aufsichtsrat, du hast deinen Job nicht richtig gemacht, deswegen bist du verklagt. Punkt. Hat auch den Hintergrund, dass dann häufig Aufsichtsräte oder besser fast alle Vorstände und Aufsichtsräte eine sogenannte DNO-Versicherung abschließen, eine Directors and Officers Insurance. Warum? Weil wenn Sie wissen, dass Sie als Vorstand oder Aufsichtsrat im Rahmen der Organhaftung verklagt werden können auf Schadenersatz, dann schließen Sie eine Versicherung dagegen ab. Ne? Wenn man also heutzutage immer hört, ein Aufsichtsrat, oh, der verdient 1 Million im Jahr, können wir davon ausgehen, dass der auch locker ein paar hunderttausend davon wieder für eine DNO-Versicherung ausgibt, weil ansonsten wird er den Job nicht machen. Weil privat, persönlich wird er dann für nicht haften. Und in diesem Spannungsfeld wurde dann die sogenannte Business Judgment Rule übernommen. Die Business Judgment Rule, Artikel 93 Absatz 1 des Aktiengesetzes, besagt, die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen, gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Was heißt das denn?
Das heißt einfach nur, Organhaftung heißt, sie haben eine Pflicht verletzt. Wenn sie aber einfach nach bestem Wissen und Gewissen die Gesellschaft vor die Wand gefahren haben, dann können sie dafür nicht verklagt werden. Organhaftung betrifft nur die Fälle, bei denen sie nicht nach vernünftigen Gutdünken gehandelt haben und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Ein Unternehmen kann immer noch pleite gehen, aber das ist nicht automatisch ein Fall für die Organhaftung. Das ist eher der Fall, wenn sie pflichtwidrig und grob vorsätzlich und wider besseres Wissen das Unternehmen in den Sand gefahren haben. Ja? Okay, und das ist der Teil zu den Rechtsformen unter Unternehmensverfassung. Ich vermute mal, Sie haben keine Fragen mehr dazu. Ansonsten haben Sie morgen Vormittag dann die Gelegenheit dazu. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Fußball. Dankeschön.